So, da. Deine 3-Meter-Ratte. Warum trage ich einen Fisch und sage, das ist eine 3-Meter-Ratte? Warum rede ich mit einem Tanuki? Warum ist eine Wurst ein Arzt? Fangen wir einfach von vorne an. Bei RP Kingdoms Pirates. Naja, skippen wir ein bisschen Husten und dummes Hin- und Hergeschaue. Ich stelle so, mich mal unter, wer ist denn ja. Alles da? Wer ist denn hier alles da? Ja, stellen Sie sich runter. Wen haben wir hier? Ahoi. Was ist das für eine finstere Gestalt? Ahoi. Ich möchte ja nicht sagen, der Herr, aber Sie haben da noch einen Fisch am... Das musst du. Musst du. Oh, junger Mann! Ich konnte mir kein Halsbein leisten. Ja, früher auf meinem Schiff haben wir die Fische für was anderes benutzt, aber das war auch ein ähnliches Prinzip. Okay, ich geh mal kurz die anderen angucken. Hallo? Wie heißt denn Ihr Fisch? Alle angespült? Seh schon. Fisch. Das ist aber sehr süß, wissen Sie? Manche Leute haben ja gegen sowas, aber ich bin eine moderne Oma. Ich finde so Mensch-Fisch-Partnerschaften, da habe ich kein Problem mit. Willkommen auf der Insel. Ich habe eigentlich nicht mit euch so schnell gerechnet. Ich habe die Besten und die Fähigsten von Tortuga herbeordert, aber sie haben euch geschickt. Das klang nach einer Beleidigung. Nein, ihr seht fähig aus. Also auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber... Spuck doch mal, ich glaube, du hast nicht getroffen. Schluck runter, spuck nicht, alles runter! Oh Gott! Ja, besser ist es. Er hatte nur, mein Junge. Sonst lasse ich dich über die Planke gehen. Sehr gut. Wer sind Sie denn? Warum stehen Sie eigentlich auf meinem Laden? Ich wollte nur unter. Ist das eine Ziege oder was? Das reicht ja, wenn man hier unten steht. Oh, ist das Ihr Laden? Gehört Ihnen hier diese Die ganze Insel gehört mir. Oh. Und der Company. Company? Ist egal, ihr müsst jetzt nicht zu viel wissen. Ja, also die ganze Insel gehört mir und der Company. Und falls ihr hier gelandet seid, seid ihr jetzt... Naja, ich möchte ja nicht sagen, mein Eigentum. Aber ihr habt nichts zu essen, ihr seid gestrandet. Okay, ihr seid ein bisschen zu viele für mich, aber hey. Irgendwo sind die nichts Nützigen. falls ihr hier gelandet seid, ich nehme an, ihr wurdet auf Tortuga angeheuert, um hierher zu kommen und nach einem Schatz zu suchen. Korrekt? Was ist Tortuga? Nee. Die Pirateninsel, die neutrale Pirateninsel, wo alle Piraten sich versammeln. Also das hier ist Tortuga? Nein! Das ist nicht die Marine? Also ich bin hier. Das ist nicht die Marine, mein Junge! Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier gelandet sind, aber wie dem auch sei, wenn wir schon hier sind, könnt ihr mal mitkommen. Dann muss ich euch mal kurz was Wichtiges zeigen. Wer hat an der Glocke gespielt? Ich habe an meiner Glocke gespielt. Das ist okay. Pfui. Ich auch. An deiner Glocke. Pfui. Bei dir ist Hallo? Das okay. Das ist das Trockendock. Oder nicht so Trockendock. Das ist hier, zumindest den Anfang, den Sie brauchen für ein Schiff. Ja? Schauen Sie an die Wand. Da stehen all die Anweisungen, die Sie brauchen, um ein Schiff zu bauen. Ja? Notieren Sie sich. Nicht schnüffeln. Nicht schnüffeln. Okay, dann notieren Sie sich alles. Genau. Eine Frage. Ansonsten, ja. Gibt es hier auf der Insel einen Schatz? Was für... Naja, also gerade schon. Okay, also geht auf eure Inseln, macht euch mit eurer Insel vertraut, versucht nicht zu verhungern, verdursten. Gibt's da Bier? Vielleicht. Auf der Suche nach Bier stieg ich in mein Boot und ab zur Insel der verlorenen Piraten.